Im Rahmen von Funktionsschaden werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man die Ortskurve bzw. Ortslinie für Extrem- und Wendepunkte aufstellen kann. Bevor ich gleich ein paar Beispielaufgaben vorrechnen werde, wollen wir erstmal eine Sache klarstellen. Was sind denn Funktionsschaden, wie sehen sie aus und was zum Geist eine Ortskurve? Funktionsschaden, wie zum Beispiel diesem Funktionsschar hier, sind Funktionen, die Parameter beinhalten. Das bedeutet, neben der Variable x gibt es noch eine weitere Buchstabe, in diesem Fall t, kann auch k oder was auch immer sein. Und dieser andere Buchstabe verhält sich wie eine Zahl. Das bedeutet, wir können auch Zahlen für dieses t einsetzen und dadurch verschiedene Schaubilder erzeugen. In diesem Fall habe ich hier für t verschiedene Werte eingesetzt. Man kann ja erkennen, einmal 0, einmal 1, einmal 2 und einmal 3. Und wir erkennen, dadurch kriegen wir verschiedene Schaubilder raus. So könnten wir unendlich viele Funktionen erzeugen. Und obwohl wir hier unzählige verschiedene Funktionen haben, haben alle diese Funktionen meistens gemeinsame Eigenschaften. Wie zum Beispiel hier, alle diese Funktionen besitzen einen Hochpunkt, beziehungsweise alle diese Funktionen besitzen einen Wendepunkt oder eine Nullstelle. Also zusammenfassend können wir sagen, ein Funktionsschar beinhaltet unendlich viele Funktionen, die meistens ähnliche Eigenschaften besitzen. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was Funktionsscharen sind und wie sie aussehen, wollen wir uns auch noch kurz mit dem Begriff Ortskurve beschäftigen. Und zwar, wir haben bereits gesagt, alle diese Funktionen, die hier abgebildet sind, besitzen einen Hochpunkt. Diese Hochpunkte werde ich jetzt hier versuchen, ein bisschen eindeutiger zu markieren. Also wir haben dann einmal hier einen Hochpunkt, dann haben wir hier noch eins, hier und hier. Und wenn man alle diese Hochpunkte miteinander verbindet, natürlich durch eine Kurve, also ich werde versuchen, sie jetzt hier einigermaßen anzudeuten. So würde sie ungefähr hier aussehen, nennt man diese Kurve die Ortskurve der Hochpunkte. Natürlich kann man eine Ortskurve nicht nur für Hochpunkte, sondern auch für Tiefpunkte, wenn sie da sind, aufstellen oder für die Wendepunkte. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Wendepunkte der Funktion ein bisschen andeuten würden, wäre hier ein Wendepunkt, dann ungefähr hier noch einer, hier und hier. Dann könnte man ebenfalls auch noch durch die Wendepunkte eine Ortskurve aufstellen. Und damit wissen wir eigentlich schon bildlich, was wir durch unsere Rechnung erwarten werden. In unser erstes Beispiel schauen wir uns was Zumutbares an. Das bedeutet, Schwierigkeitsgrad dieser Funktion hält sich in Grenzen. Also gegeben ist die Funktionsschar f von t mit t-Element von r. Geben Sie die Gleichung der Ortskurve an, auf der die Extrempunkte von ft liegen. Gut, es geht um Extrempunkte. Natürlich benutzen wir die wohlbekannten Ansätze, das bedeutet, um die Extrempunkte zu bestimmen, brauchen wir die erste Ableitung und die müssen wir 0 setzen. Zweitens brauchen wir noch die zweite Ableitung, um zu zeigen, dass wir überhaupt einen Extrempunkt haben. Und das ist dann auch das, was wir am Anfang machen. Das bedeutet, ich werde jetzt für diese Funktion ft von x die ersten zwei Ableitungen bilden. Ich schreibe sie nochmal kurz ab. Minus tx. Also die erste Ableitung, natürlich leiten wir nach x ab, lautet dann entsprechend einfach 2x minus t. Und die zweite Ableitung wäre natürlich dann nur noch 2. Um unser Extrempunkt zu bestimmen, setzen wir natürlich die erste Ableitung gleich 0. Das bedeutet in diesem Fall 2x minus t gleich 0 und dann formen wir entsprechend nach x um, also einmal plus t, dann haben wir 2x sind gleich t, geteilt durch 2, x ist dann t halbe. Und theoretisch müssten wir jetzt noch überprüfen, ob das wirklich auch ein Extrempunkt ist. Allerdings sehen wir schon, die zweite Ableitung beinhaltet kein x und ist bereits positiv, also verschieden von 0. Übrigens, wenn die zweite Ableitung positiv ist, haben wir natürlich einen Tiefpunkt oder ein Minimum. Damit ist es eigentlich schon bewiesen. Was wir noch brauchen an dieser Stelle, ist noch die y-Koordinate von diesem Punkt.
Und dafür nehmen wir diesen x-Wert und setzen es oben in die Ausgangs- oder Anfangsfunktion an. Entsprechend haben wir dann f t von t halbe wäre dann t halbe ins Quadrat minus t mal t halbe. Natürlich müssen wir das auch ein bisschen besser zusammenfassen. Wir können hier die Klammer auflösen, dann haben wir t Quadrat durch 4, 2 hoch 2 sind 4. Und hier hinten habe ich t mal t sind wieder t hoch 2, diesmal durch 2. Also, kurz gesagt, sind das 1 Viertel t Quadrat minus 1 halb t Quadrat. Das sind natürlich dann minus 1 Viertel t Quadrat oder minus t Quadrat durch 4. Und dadurch haben wir jetzt eigentlich unser Extrempunkt. Und den werde ich jetzt auch hier an der Seite schreiben. Also e hat dann entsprechend die Koordinaten t halbe und minus 1 Viertel t Quadrat. Alles bis jetzt war nur Vorarbeit. Jetzt kommt die tatsächliche Ortskurve. Deshalb deute ich es auch kurz an. Verlangt war natürlich die Ortskurve der Extrempunkte. Deshalb die Voraussetzung, wir müssen zuerst unser Extrempunkt in Abhängigkeit von diesem Parameter t aufstellen. Wenn das erledigt ist, dann ist die Ortskurve selbst aufzustellen meistens sehr, sehr einfach. Es gibt nur zwei Schritte, die ihr befolgen müsst. Erster Schritt, ihr nehmt die x-Koordinate vom Extrempunkt und formt sie nach t um. Also in diesem Fall ganz einfach, die 2 muss rüber. Also wir multiplizieren das Ganze mit 2 und dann haben wir 2x ist gleich t. Und weil das auch immer der erste Schritt sein wird, deute ich es hier an der Seite nochmal richtig an. Also erster Schritt, offiziell x-Koordinate nach t umformen. Nachdem das erledigt ist, kümmern wir uns um die y-Koordinate. Wir nehmen praktisch diesen Wert, was wir hier für t rausbekommen haben, und ersetzen damit das t in der y-Koordinate. Also unser zweiter offizieller Schritt würde dann lauten, t-Wert in die y-Koordinate einsetzen. Und das bedeutet für uns, y ist dann gleich minus 1 Viertel. Und statt t hier werden wir einfach diese 2x einsetzen, natürlich ins Quadrat. Das ist dann schon unsere Ortskurve. Meistens ist es aber notwendig, um auch hier ein bisschen das Ganze schöner darzustellen. Das bedeutet, in diesem Fall lösen wir einfach die Klammer auf und dann haben wir 4x² hinten und dann merken wir, dass hier die 4 da kürzen und am Ende bleibt nur noch minus x². Und auch wenn es jetzt nicht unbedingt notwendig wäre, wollen wir uns trotzdem mal anschauen, wie das Ganze auch bildlich aussehen könnte. Ich habe hier für unsere Funktionenschar verschiedene Werte für t eingesetzt und ein paar Schaubilder erzeugt. Natürlich könnt ihr ganz gut erkennen, dass alle diese Schaubilder einen Tiefpunkt besitzen. Also der erste wäre hier, dann hier haben wir einen Tiefpunkt, hier, hier und hier. Und wenn wir versuchen, alle diese Tiefpunkte miteinander zu verbinden, dann wäre das die Ortskurve. Und natürlich passt sie auch zu unserer Berechnung, das ist minus x hoch 2, das ist die Normalparabel einfach nur nach unten geöffnet. So würde das Ganze auch bildlich aussehen. Schlussfolgerung können wir dann sagen, die Bestimmung der Ortskurve besteht immer nur aus zwei Schritten, die man durchführen muss, relativ einfache Schritte. Das Problem ist immer, auf den Punkt zu kommen. Und umso komplizierter die Funktion wird, umso schwieriger wird es, diesen Extrempunkt oder manchmal auch Wendepunkt zu bestimmen. Bei dieser zweiten Beispielaufgabe erhöhen wir ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Also gegeben ist die Funktionenschar fk von x, ziemlich hässlicher Funktionsterm. Geben Sie die Gleichung der Ortskurve an, auf denen die Wendepunkte von fk liegen. Kurz gesagt, wir brauchen die Wendepunkte. Dafür versuchen wir uns erstmal das Ganze ein bisschen vorzustellen. Ich habe hier für k verschiedene Werte eingesetzt und damit verschiedene Funktionen erzeugt. Die Wendepunkte können wir eigentlich auch ungefähr sozusagen anpeilen. Also bei dieser Funktion hätten wir hier einen Wendepunkt, bei dieser hätten wir ungefähr hier einen Wendepunkt. Dann natürlich nochmal hier und hier.
Und durch diese Wendepunkte soll eine Kurve gehen, deren Gleichung wollen wir bestimmen. Um die Wendepunkte zu bestimmen, brauchen wir natürlich die zweite Ableitung. Auf den Nachweis der Wendepunkte werde ich verzichten, weil die Aufgabenstellung schon sagt, dass es Wendepunkte gibt und wir müssen nur die Ortskurve bestimmen. Als erstes werde ich natürlich diese Funktion oben fk von x ableiten. Allerdings werde ich sie noch mal ein bisschen umschreiben. Das hier vorne sieht ziemlich unangenehm aus und das kann man auch noch ein bisschen anders schreiben. Man kann ja die Variable x von dieser Konstante hier vorne minus 2 durch k trennen. Dadurch hat man einen besseren Überblick über den Funktionsterm. Also minus 2 durch k mal x und das andere Term ist e hoch k mal x. Spätestens jetzt solltet ihr erkennen, dass es sich hier um die Produktregel handelt. Wir haben zwei Terme, die mit mal verknüpft sind und beide dieser Terme beinhalten sozusagen eine Variable x. Also das wäre dann u und das wäre v für die Produktregel. Und zur Erinnerung, Produktregel war einfach u' mal v plus u mal v'. Und damit legen wir los. u' ist in diesem Fall minus 2 durch k mal e hoch k mal x. Und dann kommt plus, plus und das Minuszeichen von u ergibt wieder minus 2 durch k mal x mal e hoch k mal x abgeleitet sind k mal e hoch k mal x. So, in diesem Zustand wollen wir es nicht nochmal ableiten, deshalb sollten wir zuerst ein bisschen zusammenfassen. Das bedeutet, dieser Exponentialanteil, was wir hier haben, können wir ausklammern. Natürlich könnten wir auch noch ein bisschen mehr ausklammern, aber das reicht eigentlich für unsere Zwecke völlig aus. Und dann haben wir e hoch k mal x, Klammer auf. Bei dem ersten Term bleibt nur noch minus 2 durch k übrig. Und beim zweiten Term können wir sogar ein bisschen was vereinfachen. Das k hier unten Nenner kürze ich mit dem k im Zähler weg und dann bleibt nur minus 2x. Das ist dann die erste Ableitung zusammengefasst und für die zweite Ableitung werden wir natürlich nochmal die Produktregel anwenden. Das ist dann entsprechend u und das ist wieder v. Also die zweite Ableitung lautet dann k mal e hoch kx mal v, damit schreibe ich nur die Klammer ab, minus 2x hier hinten und dann plus e hoch k mal x. Und jetzt wird die Klammer abgeleitet. Minus 2 durch k ist ein konstanter Term, das beim Ableiten wegfällt. Und dann haben wir hinten nur noch mal minus 2. Und natürlich werden wir auch das ein bisschen besser zusammenfassen. Wir klammern erneut dieser Exponentialanteil e hoch k mal x. Und dann haben wir Klammer auf. Hier vorne bleibt dann k mal die innere Klammer minus 2 durch k minus 2x und hinten haben wir noch die minus 2. Bevor wir diese zweite Ableitung gleich 0 setzen, sollten wir an dieser Stelle doch noch die innere Klammer noch ein bisschen auflösen. Also wir haben dann e hoch k mal x, Klammer auf, hier multipliziere ich die aus und habe dann k mal minus 2 durch k, die k's kürzen sich weg, dann bleibt ja nur eine minus 2 übrig. Und k mal minus 2x sind minus 2kx, sowie die minus 2 hinten. Und das kann man noch ein bisschen weiterführen und dann am Ende sagen, e hoch k mal x, Klammer auf, minus 4, minus 2kx. Gut. Weiter können wir nicht zusammenfassen. Jetzt können wir endlich für die Bestimmung der Wendepunkte oder des Wendepunktes einfach mal die zweite Ableitung gleich 0 setzen. Und das wird dann wie folgt aussehen. E hoch k mal x, Klammer auf, minus 4 minus 2k x sind gleich 0. Hier an dieser Stelle haben wir ein Produkt aus zwei Termen, was 0 ergibt. Also Satz vom Nullprodukt wäre eigentlich ganz geschickt. Linker Term ist eine E-Funktion. Eine E-Funktion kann niemals 0 oder negativ sein, deshalb bringt das keine Lösung mit sich. Und was übrig bleibt, ist nur noch der zweite Term und das ist minus 4 minus 2kx ist gleich 0.
dann können wir entspannt nach x umformen. Als erstes plus 4, dann haben wir minus 2kx sind dann 4 geteilt durch minus 2k. Somit ist x dann 4 durch minus 2k. Und natürlich können wir das noch ein bisschen kürzen. Die 2 kürze ich weg, bleibt eine minus 1 unten, hier eine 2. Somit ist x eigentlich minus 2 durch k. Und das ist die x-Koordinate von unserem Wendepunkt. Für die y-Koordinate setzen wir einfach diesen Wert in die Anfangsfunktion. Also kurz gesagt, wir berechnen f von minus 2 durch k. Und wir können es entweder hier oben einsetzen oder in diesen umgeformten Term, was ich hier benutzt habe. Ich werde es jetzt hier, wo ich umgeformt habe, einsetzen. Dann haben wir minus 2 durch k. Und statt x haben wir nochmal minus 2 durch k. Und dann mal e hoch k mal minus 2 durch k. Jetzt geht es ein bisschen ums Zusammenfassen. Vorne hier minus mal minus ergibt plus und 2 mal 2 und k mal k sind dann entsprechend 4 durch k Quadrat. Und bei dem Hochzahl der e-Funktion kürze ich das k weg und bleibt nur noch e hoch minus 2. Also das ist die y-Koordinate und jetzt kann ich auch den sauberen Wendepunkt angeben. Der hat entsprechend die Koordinaten minus 2 durch k und 4 durch k Quadrat mal e hoch minus 2. Das war mal wieder nur die Vorarbeit. Jetzt geht's los mit der Ortskurve, wie bereits im ersten Beispiel erwähnt. Wir schnappen uns die x-Koordinate und formen sie nach dem Parameter um, also nach k in diesem Fall. Dafür nehme ich einfach zuerst mal k, dann habe ich k mal x sind gleich minus 2 und dann entsprechend geteilt durch x. Somit sind k eigentlich minus 2 durch x. Und diesen Wert hier, was wir für k rausbekommen haben, damit ersetzen wir das k hier in der y-Koordinate. Also haben wir dann entsprechend 4 durch minus 2 durch x ins Quadrat mal e hoch minus 2. Und das ist bereits die Ortskurve. Natürlich können wir sie auch nicht wirklich so stehen lassen. Ein bisschen Umformen wird noch benötigt. Also ich löse es mal hier unten die Klammer auf. Das Minus verschwindet wegen der hoch 2. Und dann haben wir 4 durch x Quadrat. Und praktisch mal e hoch minus 2. Dann lösen wir diesen Doppelbruch auf. Also die 4, die obere 4 bleibt, wo sie ist. Dann mal den Kehrwert des unteren Bruches und mal e hoch minus 2. Die 4er kürzen sich weg. Und letztendlich, wenn ich alles sauber darstellen möchte, nur mit positiven Hochzahlen, ziehe ich diesen e hoch minus 2 nach unten unter den Bruchstrich und dann habe ich 1 durch e hoch 2 mal x hoch 2. Was wir hier als Ortskurve haben, ist eine quadratische Funktion. Es ist eine Parabel, die gestreckt ist und die durch den Ursprung geht. Und ich glaube, auch hier können wir das einigermaßen erkennen. Wir haben hier eine Parabel, eine sehr weit offene Parabel, das gesteckte Parabel, die durch den Ursprung geht. Und das wäre dann unsere Ortskurve. Beim Bedarf findet ihr hier im Abspann auch mehrere Tutorials zu Thema Funktionenscharen.